Hey, ho, ihr Minecraft-Fans da draußen vor den Bildschirmen. Mensch, hängt ihr echt in der Bude rum bei dem schönen Wetter? Naja, das tue ich ja auch. Umso schön, dass ihr eingeschaltet habt bei mir hier zum Minecraft-Wahnsinn. Ich bin der Vorbuddler und begrüße euch recht herzlich hier vor meiner Insel Emlomar, wo wir uns ganz wunderbar Vanilla im Minecraft-Survival-Mode abrackern, ohne jegliche Texture-Packs, Mods oder sonstigen Gedöns. Minecraft pur, da wisst ihr Bescheid, ne? Ja, ich werde mal versuchen, heute eine kleine Baufolge abzuliefern. Wir werden versuchen, so einen Turm zu bauen. Ihr seht das schon im Hintergrund. Naja, okay, lass uns mal anfangen. Die Sonne geht zu Neige. Doch das spielt für uns keine Geige, denn ich habe ja eine Wettermaschine und eine Zeitmaschine, wie ihr wisst. Und die habe ich ja auch immer noch im Betrieb. Da komme ich nicht drum weg. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier auch noch Tag-Nacht-Rhythmus, da würde ich ja bekloppt werden. Da käme ich ja überhaupt zu nichts mehr. Ne? Wir müssen das natürlich auch mal wieder machen. Aber ich glaube mal, da machen wir mal eine Sonderfolge, wo wir mal in der Stadt, in der Nacht für Ordnung sorgen. Was haltet ihr davon? Da müssen wir mal gucken, ob das hier alles, also ihr seht ja, das ist alles eigentlich indirekt beleuchtet, aber das ist nur wegen Schönheit. Das ist jetzt nicht, um die Monster zu beseitigen, ne? Ah, egal, lass uns jetzt mal bitte beim Thema bleiben. Ihr seht, ich habe diesen Turm da vorne nochmal überarbeitet. Ja, das ist jetzt mal so eine Grundversion. Ja, das soll ja jetzt nicht so ein super, was weiß ich, Turm sein. Das soll irgendwie nur auch mal ein bisschen kultig aussehen. Ja, da habe ich mir halt so ein Ding mal einfallen lassen mit vielen so Slabs da drin und nochmal diese orangenes Holz, was ich ja irgendwie gut finde. Ich weiß nicht, habe ich mich irgendwie ein bisschen drin verguckt? Habe ich hier so viel auf der Insel? Ja, und dann nochmal ein bisschen Eichenholz hier eingezogen und ja, dieses rote Granit nochmal hier entfernt und also nicht mehr ganz so viel dran gemacht, ja, und auch außen sieht ja ganz schön aus, das sehen wir gleich noch von einer anderen Stelle. Also auch untenrum, ja, untenrum muss ja auch immer alles Taco sein. Oh, ja, oben nochmal eine Spitze, also ich keine Ahnung, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal besser als vorher, wo ich den schon mal so ein bisschen versucht hatte und da war ich nicht zufrieden mit. Auf jeden Fall möchte ich diesen Turm hier da vorne an der Stelle auf dieser Insel auch nochmal bauen, da wo dieser Rasen ist. Ich laufe mal einfach direkt durch, dass wir da auch anfangen können. Ich habe das sogar schon, ja, ihr sollt es nicht glauben, ja, aber es ist tatsächlich so, ich habe es vorbereitet. Da steht schon eine Kiste mit Material, das ich schon zusammengetragen habe. Ach komm, das nehmen wir auch mal eben mit wieder. Wenn wir hier schon sind. Das ist der letzte Rest. Ja, den anderen Zeug habe ich schon abgerissen, ne? Weil ich das eigentlich woanders haben möchte. Ich weiß nur nicht wo, ne? Und ob ich nicht vielleicht doch dann direkt mal eine richtige Farm baue und das dann hier einfach als Deko stehen lasse. Das ist zwar nicht sehr schön hier. Ich glaube, das kann dann auch mal irgendwann hier weg. Das wird ja alles immer ausgebauter und befestigter. Hier, komm, du kommst vom Thema ab schon wieder, Vorbuddler. Was ist los mit dir? Also ist ganz normal im Grunde. Komisch wäre es doch erst, wenn ich jetzt hier wirklich beim Thema bleiben würde. Laufen wir mal richtig den Fußweg. Könnt auch mal einfach rüberschwimmen, aber ich habe Angst vor den Dorschen oder was immer. Ne, Kabeljau. Ich sag mal Dorsch. Das ist Kabeljau. Laufen wir hier mal rüber. Außenrum am Klerikerviertel vorbei. Überlege, ob man hier vielleicht auch nochmal, ich denke mal, nee, das lasse ich hier so öselig, ne? Das ist hier, vielleicht kann man das mal noch mehr begrenzen, ne? So. Und hier mal weiter. Und dann schön über den Norddeich. Huch, da ist noch ein Loch, da muss ich, weil ich unten noch im Keller, laufen wir mal durch den Keller. Ja, da seht ihr, ist noch überhaupt nichts passiert, ne? Und da möchte ich natürlich auch mal ausbauen. Wäre vielleicht nochmal gut, aber hier ist jetzt, ja, ich muss mal wieder auf Ressourcentour gehen, aber hier ist jetzt nur, was denn los? Hier ist nur Sand zu holen und da brauche ich jetzt nicht so wirklich. Ja, hier ist eine tolle Idee gewesen, hier unten lang zu laufen. Ich muss jetzt mich wieder den Weg zurückrennen, weil hier unten ja kein Aufgang ist nach oben. Von unten nach oben kein Aufgang. Kommen wir zurück auf den Turm zu sprechen. Und zwar, ja, haben wir schon mal gesprochen beim letzten Mal oder davor. Ich weiß es nicht mehr so genau. Von wegen, dass man ja nicht jeden Turm anders machen soll. Ne? Und ich habe ja hier schon diesen Leuchtturm. Und wollte jetzt eigentlich die Türme, anderen Türme auch nochmal so ähnlich machen. Das sieht jetzt schon besser aus, wenn wir die beiden jetzt mal noch mal näher ran. Hier über diese kleine schöne Brücke. Ach, immer dieser Hühner hier oben. Was ist denn das? Ist der Hühnerturm hinterher, ja? Ich weiß nicht, wie die hier hinkommen. Normalerweise, die scheinen sich hier irgendwie versammelt zu haben. Weiß auch nicht.
Ne, also die sind jetzt stilistisch ja vielleicht doch ein bisschen zu viel Slaps noch eingebaut da hinten, diese normalen Halbsteine. Aber ich denke, es ist okay, so eine kleine Variation kann es ja sein. Und wie gesagt, das ist alles nicht so der finale Punkt. Keine Ahnung, ne? Also auch oben, guck mal, könnte ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht später mal noch einen Banner draufstellen oder es vielleicht noch höher machen, diesen Zipfel da oben. Und irgendwas Schönes nochmal, ein Symbol, das müsste eigentlich auch sein, das Emblumara-Symbol, das sieht man hier noch irgendwie gar nicht. Hm? Und nun denn. Denn es gab auch ein Wappen dazu, das ich damals gemacht habe, aber müssen wir ja nochmal gucken, wie das war. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall die Farben, das war ja so violett oder so. Und das haben wir hier auch schon an manchen Stellen eingebaut. Naja, es kann ja auch spontan ein bisschen abweichen von der Ursprungsidee. Wird uns schon was Passendes einfallen. Da bin ich jetzt wirklich, da habe ich keine Sorgen drum. Ne? So, aber jetzt habe ich hier mal erstmal das Fundament geplättet und ich denke mal, hier kann der schön hinpassen. Ich hole mir mal was aus der Kiste. Ich überlege mal, wo ich jetzt hier den Startpunkt ansetze. Ich denke mal, hier kann man gut auch nochmal über die Ecke gehen und da so ein Fundament noch haben. Das sieht nämlich auf der anderen Seite auch ganz gut aus. Machen wir mal sowas hier so und dann baue ich mal hier noch ein so ein Stein drauf, die finde ich immer gut zusammen. Hier auch nochmal und hier vielleicht nochmal, ja gut, das kann ich später auch nochmal die äußeren Feinarbeiten machen, so. Jetzt könnte es so aussehen, dass, wie habe ich das denn da drüben gemacht? Ach so, das sieht man jetzt schlecht. Also 4 brauche ich auf jeden Fall und dann, also insgesamt 6 breit. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, es ist ja jetzt weniger ein Kommentieren als irgendwie ein lautes Denken. Ich setze hier jetzt einfach mal 4 diese roten Blöcke drauf. Dann haben wir schon mal so eine Breite. Auf die Ecke kommt dann mal Holz. Dann brauchen wir hier also noch was. Machen wir hier unten auch noch mal was hin. Die ersten schreien jetzt wahrscheinlich, ey, das ist nicht symmetrisch. Ja, ja, ich weiß. Da müsst ihr euch dran gewöhnen bei mir, dass ich nicht so auf alles symmetrisch baue. Ne? Symmetrisch ist überbewertet. Das ist aber zu schmal. Ne, nee, das ist doch nicht zu schmal. Das ist okay. Das ist so. Achso, ich habe den vergrößert, indem ich nämlich jetzt hier nicht die nächste Reihe ansetze, sondern hier immer noch diese Ecke habe. Machen wir unten ruhig nochmal so ein Fundament hin. Vielleicht auch nochmal gemischt. Gemischt waren. 4 Stück hier hin. Und dann hier noch ein Block hin. Und dann da wieder Holz drauf. So. Dann hier auch nochmal verlagert. So, und ich kann euch noch sagen, ich gehe hier ziemlich ein im Moment in meinem Studio, weil ich habe mich dann doch entschlossen, hier jetzt mal während der Drehsession die Fenster doch zu schließen. Erst habe ich mir überlegt, ja komm, lass mal auf. Leute verstehen das schon. Es ist eben sehr warm, ja, und es heizt sich schnell auf im Zimmer, wenn ich jetzt hier die Fenster nicht auf habe. Normalerweise ist in meiner Wohnung ziemlich cool. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ziemlich coole Wohnung. Hier ist doch irgendwas falsch, oder? Ah nee, das ist ja immer hier ein doppelter Streifen dann, okay. Aber hier unten muss nochmal normaler. Obwohl, ich lasse das so, das sieht gut aus. Machen wir hier unten so einen normalen Andesit hin. Ja, wenn ich hier also die Fenster aufmache und ich habe schön dann so einen leichten Durchzug immer in der Wohnung, also ein leichter Wind. Ich mag das Wort Durchzug nicht so sehr, weil das klingt immer so krankheitserregend, ne? Aber, also ich habe das schon mal, wenn ich im Auto fahre und ich habe Fenster offen und so, da bin ich schon mal empfindlich mit den Augen, wenn die so immer so angepustet werden, ne? Vom Fahrtwind. Und die Haare, die dann so ganz wild in die Augen schlagen die ganze Zeit, ne? Aber das ist das Fundament jetzt hier so. Das ist ganz gut. Müssen wir hier gucken, das war vielleicht noch ein Eingangs. Diese Hühner hier, das ist unglaublich. Vielleicht können wir später da tatsächlich die Hühnerbraterei reinbauen. Fällt mir gerade ein. Von der Größe her müsste es passen. Keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Aber hier könnte auch ein Eingangsportal hinkommen. Hier ist noch so viel Platz, ne? Gut, jetzt muss ich mir anfangen, hier mal die schon mal vorzusorgen, dass ich hier ein kleines Baugerüst hinstelle.
und dann Etage für Etage hochziehe. Jetzt muss hier erstmal noch eine Reihe drauf. Ja, guck mal, zweite Reihe schon drauf. Das geht ja hier mal. Und schau mal hier. Ah, das ist falsch. Moment. Wie muss das die Ecke sein? Jetzt gehe ich schon wieder eine Reihe nach innen. Hier kommen später noch Halbsteine drauf, um das abzurunden. Wo, wieder mein Lieblingswort, abrunden in Minecraft, ja. So praktisch, dass da hier schon diese Lücke bleibt. Ich schiel auch immer rüber. Ja, genau, da geht es nämlich jetzt richtig noch ein paar mit normalem Andesit nach oben. Und dann setze ich das durch Koppelstein. Das ist also schon so ein bisschen so ein Steampunk-Muster. So Pseudo-Steampunk, ne? Alle Materialien mischen, das wisst ihr wahrscheinlich. Da kriegt man ein ganz gutes Steampunk-Layout mit hin, wenn man viele verschiedene Sachen miteinander so mischt. Ich glaube, ich habe auch letztens den Parkitect davon mal gesprochen. So, ja, auf jeden Fall habe ich die Fenster jetzt zu und schwitze mich hier kaputt. Für euch tue ich das ganz gerne, damit ihr wirklich einen guten Klang auch habt. Und naja, ich habe halt so Nachbarn, die haben auch so eine Harley und wie das so ist im Sommer, da wird da auch schon mal mit durch die Gegend gecruised, ne? Und auch so sinnlos. Und dann mal extra aufs Gas gedrückt, weil draußen sind ja viele Leute und dann staunen die alle und so. Ne? Ja, wenn man es braucht, ich meine, ist auch okay, ne? Unser einer hängt in der Bude und versucht, die Leute mit interessanten Minecraft-Bauten zu beeindrucken. Und andere kaufen sich halt eine Harley. Huch, kein Andesit mehr. Ja, oder die typischen Kandidaten mit den frisierten Karren und so, ne? Und dann auch die ganz normalen Leute mit dem kaputten Auspuff. Und das hört man jetzt alles sehr schön. Aber wenn jetzt eigentlich ein ruhiger Tag heute ist, auch so kann ich jetzt nicht in eine super laute Gegend. Bin da jetzt auch ein bisschen zu penibel. Ich denke mal, das ist jetzt, wäre für euch sicher auch nicht so schlimm, wenn ihr mal ab und zu was hört an Nebengeräuschen. Ja, aber ist halt jetzt wirklich wahr, dass der Raum sich hier natürlich unheimlich aufheizt, auch durch den Rechner. Was man sonst nicht so merkt, ne? Aber das macht jetzt schon bei diesen Temperaturen, die wir jetzt hier gerade haben, wo ich drehe, Sommer 2018, da ist das schon ein Hammer. Da kommt jetzt wieder Granit rein. Moment, wieso habe ich denn keinen dabei? Auf geht's in die Höhe. Brauche noch also 4 Andesit übereinander. Mal irgendwie hier rüber hüppeln, mal gucken, wie ich das überhaupt hinbekomme. Möglichst nicht runterfallen. Ja, viele Leute klagen ja über die Hitze, die wir jetzt im Augenblick haben, ne? Und verstehe ich eigentlich nicht. Klar, es ist natürlich schon belastend. Auch gerade für ältere Leute und so, wie mich. Ja? Nee, aber ich habe damit keine Probleme. Ich finde, das ist doch im Grunde mal das Urlaubsfeeling zu Hause, ja, mit den Temperaturen, was man eigentlich sich das ganze Jahr erhofft. Manchmal sogar mehrere Jahre, weil oft ja auch die Sommer so richtig ausbleiben, hat man ja den Eindruck. Manchmal ist es zu regnerisch, man kommt irgendwie nicht so richtig in Sommergefühl, weil immer wieder solche komischen Tage dazwischen sind und Kältewellen. Und jetzt haben wir mal wirklich richtig am Stück, wie Rudi Carrell schon immer sagen, ne, wann wird es endlich mal wieder Sommer? Und das haben wir jetzt mal wirklich. Und all die Jüngeren unter euch, die das Lied nicht kennen, müsst ihr auch jetzt nicht kennen. Obwohl, kennt glaube ich jeder noch, ne? Das ist ein typischer, ein richtiger Klassiker ist das. So, können wir jetzt allmählich hier schon zu dem Koppelsteinanteil oder was? Ich muss mal eben noch ein bisschen höher hüppeln. Ich glaube, jetzt kann ich hier schon mal so durchziehen. Zack, 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 zack. Ich denke mal, ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn ich mich mal vertue. Ja? Ich gucke jetzt immer darüber. Aber wenn ich jetzt hier auch mal noch eine andere Höhe drin habe oder mal ein anderes Material noch einbaue. Ich sehe schon hier gerade, dieser Bereich ist gar nicht zu. Ach so, nach außen habe ich das gemacht. Ach so. Ja, komm, das machen wir. Das machen wir. Weil das kann ich machen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mich jetzt hier so... Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich und Springen in Minecraft.
Wir machen mal hier von hier aus, wo ich dann schon war. Trick 17. Nee, aber Sommer ist doch irgendwie eine coole Sache. Also, mein Gott, naja, vor allem, wenn man zu Hause ist, mein Gott, dann rennt man halt nackt rum, ne? Was soll's? Wenn es doch angenehm ist, ja? Und natürlich, ich kann auch verstehen, ich sagte ja schon, ich habe eine coole Wohnung. Also, ich habe, die ist ganz gut temperiert eigentlich, im Winter wie im Sommer im Grunde. Und kann eben die Fenster auch so öffnen, dass ich durch beide Seiten, also die ganze Wohnung wird praktisch durchströmt, ne? Und da habe ich es natürlich ein bisschen leichter mit jetzt als Leute, die vielleicht anders wohnen und dann irgendwie, naja, irgendwie in ihrer Mocke dann da die ganze Zeit sitzen, ne? Das ist jetzt hier bei mir jetzt auch manchmal schlimm, da denke ich auch, oh, ne? Hier geht's aber hier, boah, was für Temperaturen, aber es ist nicht so, dass ich mich darüber ärgere, ne? Wenn ich manchmal auf Twitter lese zum Beispiel, ärgern sich Leute richtig, da halt, ja, dann sagen die so, ich hasse die Hitze oder so, weißt du, und da finde ich aber jetzt echt ein bisschen übertrieben, Leute, seid doch mal froh, ne, dass es ein bisschen schöner ist, Herrgott nochmal. Das werden wir doch noch hinbekommen. Wir kriegen diesen Turm auch noch hin. Jetzt gucke ich jetzt doch nicht, ich habe mit Koppelstein weitergemacht. Und so viel ist es jetzt auch gar nicht mehr. Ich denke mal nochmal zwei in die Höhe, vielleicht sogar noch mehr fünf. Das sieht ein bisschen höher aus, ne? Komm, das ist ja egal. Das ist ja egal. Das darf ja auch etwas variieren. Das ist ja jetzt nicht so das Thema. Ich wollte nur versuchen, möglichst, dass das Design ja ein bisschen so ähnlich bleibt, ne? Und nicht jedes Mal was komplett neu, was anderes gefunden wird. Ihr versteht das doch. Ihr versteht das doch. Huch. Muss ich euch denn alles 10-mal erklären? Ich hoffe nicht. Ja, jetzt sind wir wieder schön zusammen hier. Ich kann wieder irgendwas erzählen, mal wieder zwischendurch. Schön. Ich habe mich in letzter Zeit mal wieder gefreut, weil es kam ab und zu auch mal doch auch Kommentare von Leuten, von denen man normalerweise nicht so viel hört. Ja? Und es ist immer schön, wenn ihr auch mal ein bisschen aus dem Quark kommt. Ich hoffe, ihr erkennt, dass ich ja auch versuche, wirklich auf die Kommentare so ein bisschen einzugehen und ja, vor allem, dass ihr auch seht, dass ich auf dem Kanal auch eine gute Stimmung habe unter meinen Abonnenten, ne? Dass ich lege da halt Wert drauf, dass sich Kommentar, in den Kommentaren nicht so angepankt wird oder sonst was, ne? Das ist schon, also ich moderiere momentan ja auch meine Kommentare alle, also die werden erst, wenn ihr neu seid, nicht wundern, die werden erst immer von mir persönlich freigeschaltet, sofern ihr mir jetzt nicht so bekannt seid, ne? Wenn ihr jetzt noch selten kommentiert und so Sachen. Ich glaube, ich mache das noch ein bisschen höher hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch einen Stein draufsetze, aber ja, mache ich. Und jetzt kommen auch mal ein paar Slabs hier hin, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Kann dann vor allem auch hier wieder mal rund bauen. Ich glaube, das war jetzt eher hier so. Ich glaube, da habe ich die Spitze schon gleich. Da kann ich die Spitze schon draufsetzen. Ja klar, hier passen jetzt genau diese vier Dinger hin, diese Dingens, die Dingensbummens vom Holz. Pass auf, jetzt kommt's. Hier, oh, Holz. Ja, ist ja doof jetzt, ne? Muss ich das so machen. Genau, und dann kriege ich die alle so rum dahin. Weiß auch nicht warum. Und vielleicht noch einen drauf. Nur so. Und dann können wir oben direkt noch diese Zaunspitze. Ah! Ja, das war doch klar. Ich habe mich so gefreut, dass ich jetzt hier schon die Spitze draufsetzen kann. Und dann habe ich natürlich das passende Zeug nicht dabei. Aber stört uns das, Leute? Nein, wir finden es schön. Nein, auch darüber ärgern wir uns doch nicht. Das ist doch toll. Ich muss jetzt hier wieder runterhüppeln. Und dann muss ich wieder raufhüppeln. Mal gucken, dass ich das hier so. Naja, es geht irgendwie jetzt nicht mehr so. Komm, machen wir dazu auf die Schnelle. Das ist doch kein Problem. Mit dem Dreckfahrstuhl geht es immer noch am besten nach oben. Am besten und schnellsten. Guck mal, das klappt doch schon fast. So, ja, jetzt habe ich nämlich auch die Möglichkeit, hier die Spitze draufzusetzen. Da wird auch wieder ein bisschen tricky hier. Muss ich wieder. Wie hoch mache ich die jetzt mal? Ich da hinten waren sie, glaube ich, drei hoch. Mache ich jetzt mal vier. Oben noch ein paar Kerzen drauf, oder? Ne, da sollen ja hinterher noch so Flaggen oder was, ne? Aber finde ich trotzdem gut. Finde ich trotzdem gut. Ja, wie macht er das jetzt? Ja, wie macht er das jetzt? Das geht wieder nur mit Schmerzen. Indem ich da gleich runterspringen muss.
So, aber guck mal, das ist alles machbar. Ja, also nochmal kurz abschließend zu diesen Kommentaren. Falls ihr euch also nicht so häufig gemeldet habt und ich euch nicht so kenne, was ihr für Typen seid, dann werden eure Kommentare erstmal von mir manuell freigeschaltet. Natürlich, wenn ich merke, ach so, der ist ja okay oder die ist ja okay, netter Typ, nette Typin, dann schalte ich natürlich auch, das gibt da so eine Funktion, dass man so Leute dann einfach freischaltet, denn da sagt man YouTube, komm, diese Leute dürfen jetzt, die Kommentare von denen werden immer direkt zugelassen. Das ist sehr gut gemacht, dass man wirklich seine Mo Kommentare auch mal moderieren kann. Ich finde, das ist auch wichtig, dass diese Funktion zumindest besteht, ne? Ich hatte da auch schon mal ein paar Probleme mit so Trollen und so, das ist ja ganz normal und aber das muss ja nicht so sein, dass da die Stimmung dann auf dem Kanal dann kippt oder so oder Leute abgeschreckt werden von meinen Zuschauern, ne? Und das ist der Grund, warum ich. Mache ich das so? Ich glaube, ich mache das so, ne? Nee, ich mache das nicht so. Ach so, mache ich das. Ja, war jetzt ein sehr guter Satz, ich weiß. Ah nee, habe ich ganz anders gemacht. Ja. Das habe ich so anders gemacht. Das hier weg. Die gehen mir alle verloren. Oh nein. Ach so, hier hatte ich den Koppelstein noch nicht weggeschlagen. Deswegen war ich so irritiert. Hier sollen nämlich so Slaps zwischen gemacht werden, denke ich mal so. Wie gesagt, das sind wieder solche kleinen Nuancen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ist sowieso nicht schlecht, weil ich ja auch noch nicht so richtig super hundertprozentig mit dem Turm da hinten einverstanden bin. Und vielleicht fällt mir ja hier zufällig irgendwie eine bessere Möglichkeit ein. Ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht sagen, was mich da genau stört an dem Turm und ob mich da überhaupt was stört. Das auf jeden Fall, das stört mich hier. Komische Lehmzeugs. Ich glaube, diese Gitter, diese kleinen Slap-Gitter da drin, die gefallen mir nicht so sehr. Deswegen versuche ich das mal so. Nach oben muss ich nicht mehr. Wo kommen denn jetzt hier noch diese Zäune hin? Hab ich die noch irgendwo? Ach, hier außen auch noch. Okay, da muss aber hier auf die Ecke offenbar auch noch ein Koppelstein. Ja, tatsächlich. Hab ich auch, alles klar. Okay. Und dann kommen hier Zäune hin. Als Deko. Mach ich mal so hier hin. Erstmal auf die andere Seite rennen und dann von hinten nach vorne zurückarbeiten. So. Na, ich muss doch nochmal nach oben. Da muss nämlich immer noch die Ecke drauf und da kommt dann eine Fackel drauf. Habe ich festgestellt. Wie immer, ne? Warum soll man sich das einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Genau so mache ich das jetzt. Das ist gut. So, jetzt bin ich aber hier oben wirklich fertig. Jetzt kann ich mich wirklich nach unten verkrümeln. Sogar schon noch eine Etage weiter runter. Denn dann ist der Turm fast fertig. Da müssen wir noch unten. Ah, da habe ich jetzt gar nicht mehr genug Zäune. Ja, gut, ist nicht so schlimm. Die werden unten auch nochmal als Dekoration in die Ecken gesetzt hier. Und dann haben wir den Turm. Ich denke mal, ist jetzt. Wenn ich jetzt vielleicht die ich so hab, hier auf der Seite einsetze, dann können wir uns den zumindest schon mal von der anderen Seite nochmal kurz anschauen, ob er denn auch schön geworden ist oder wie er überhaupt aussieht. Hier unten müssen auch noch ein paar Slaps drauf. Die sollen die Sache hier noch etwas abrunden oder abdecken. Machen wir das mal hier hin. Über die Ecke. Ja, super. Es fehlen mir die letzten Slaps. Macht nichts. Haut mal eben das Ding weg. Wir können das sicher schon ganz gut beurteilen, wie er geworden ist, wenn wir jetzt einfach mal. Komm, wir rennen blind nach drüben. Nochmal ein kurzer Spaziergang zurück. An diesem ja immer noch nicht fertigen Garten. Ich weiß ja, habe ich mir vorgestellt, den zu umzäunen und einfach noch ein paar Blumen reinzumachen. Ich glaube, das muss ich auch einfach mal tun. Statt immer nur von zu labern. Aber solche Kleinigkeiten erledige ich ja gerne in diesen Folgen, wo ich dann so ganz viel mache, ja, und von Punkt A nach Punkt Z über B, C, D, E, F, G, ne? Ihr versteht schon, springe und dann machen wir das auch irgendwann mal.
Es gab nochmal, ja, einen Hinweis wegen der Hunde, dass sie vielleicht auch nochmal eine Hütte brauchen und eine Decke zumindest und so, ja. Aber das kann ich euch kurz zeigen. Mein Hund vor meinem Haus, der hat eine kleine Decke. Und ich bin der Meinung, das sind halt immer noch halbe Wölfe. Oh, wo ist denn die Decke hin? Wo ist denn die Decke? Und warum ist denn hier? Warum ist denn da kein... Ach, was ist denn hier los? Hast du die Decke gefressen oder was? Ich hatte hier eine Decke hingelegt. Ach, nee, kann nicht sein. Ein Sprengwurmangriff hatte ich jetzt erst. Nee, aber hatte ich ja keinen. Ich hatte hier mal einen Zwischenfall mit einem Skelett. Kann jetzt sein, dass ich beim Kampf irgendwie... Nee, das kann auch nicht sein. Komisch. Jetzt wollte ich euch so schön stolz zeigen, wie liebevoll ich mit meinen Tieren umgehe und denen auch noch so Decken hinlege und so. Aber, war wohl nix. Nee, ich bin schon der Meinung, die sollen nicht zu sehr verweichlich werden, die Tiere. Ja, das sollen ja eigentlich, ja, das sind ja Wachtiere, Wachhunde. Und das ist schon wichtig, dass die jetzt nicht da die ganze Zeit sich dahin kuscheln. Außerdem sind das sowieso halbe Wildtiere, die wollen gar nicht so sehr in der Hütte wohnen. Die wollen schön in freier Natur unter einem Busch leben. Wie in Jurassic World Evolution, die Dinosaurier, die immer die Wälder brauchen, damit sie da im Regen sich verkriechen können. So, jetzt wollte ich eigentlich schon die Materialien holen, die ich noch brauche, aber ist ja blödsinnig, wir wollten ja eigentlich nur gucken. Das ist so lustig, ne? Der sieht ja viel kleiner und grobs aus, ne, als der andere. Weil wir den halt von dieser Seite sehen, wo man das Fundament nicht mehr sieht. Da hinten sieht man immer das äußere Fundament, das so richtig runter ans Wasser geht. Und das ist jetzt hier nicht so der Fall, ne? Ich finde den allerdings auch sehr schön. So klein und kompakt irgendwie. Und wenn da jetzt noch die restlichen Halbsteine dran gebaut sind, hat er was. Er sieht schon fast aus wie so ein Funkturm mit so einer Antenne da oben drauf. Interessant. Interessant, ja. Guck mal. Eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Zwar im gleichen Stil, aber doch anders. Okay, Kinders, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, macht mich ruhig fertig, wenn euch der Turm nicht gefällt, ne? Und ich freue mich immer über eure Kommentare, Likes und alles, was geht, ihr wisst, wie das geht, ne? Und ja, überlegt mir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt hier erstmal wieder eine kleine Pause einlegen und doch mal kurz nochmal das Fenster aufreißen. Vielleicht habe ich Glück und draußen ist etwas Wind, sodass ich dann hier etwas belüftet werde, ja. Und dann schauen wir mal, was mir noch so einfällt. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch beim nächsten Mal bitte wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen. Und du hast immer noch kein richtiges Halsband.